Ich grüße euch, edle Damen und Herren, und heiße euch herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Kingdom Come Deliverance. Wir befinden uns in Samopech, werden im hiesigen Wirtshaus mal nachfragen, ob es Bier gibt für die Männer, die Thalmberg belagern. Und wenn wir hier schon genug Bier finden würden, wäre das natürlich eine enorme Hilfe. So, die Samopescher Schenke. Hier waren wir offensichtlich noch nie. Wir fragen mal hier die Schankmaid. Marianna. Lass uns handeln. Ich weiß nicht, ob es nicht eine andere Option gibt. Ah, ne. Von ihr kann ich nur stehlen. So, Bier. Wie viel habt ihr davon? 15. Wir könnten ja auch kleine Portionen Fleisch kaufen, aber da gehen wir, glaube ich, lieber mal jagen. Ich glaube, Marianna ist nicht der Wirt, ne? Wir sollten vielleicht mit dem Wirt reden. Der Questmarker führt uns auch woanders hin. Das da? Ist das der Wirt? Gerade frisch aufgestanden. God save you. What can I do for you? Bier. How are things here? Oh, fair enough, I suppose. Ja, das ist doch schön. I need to bring a few kegs of beer back to Thalmberg. I don't have anything that would last the journey there. And I certainly don't want to swing for poisoning anyone. Thalmberg, das sind 3 Minuten Ritt von hier. Goodbye. Okay, er hat also kein vernünftiges Bier. Das ist schon mal schade. Dann kann doch der Marker hier eigentlich weggenommen werden. Wir reiten ein bisschen nach Norden zum örtlichen Kräuterwald. Macht Platz, gute Frau! Oder auch nicht. So, das Kräuterweib. Oh, das ist das Kräuterweib aus der Demo. Das befindet sich natürlich hier ganz tief im Wald. Bei dem Kräuterweib waren wir auch noch nie, denke ich. Und dieser Wald hier, der ist einfach so wunderschön. Mal sehen, kann man Pferd dem Pfad 4 folgen? Nein. Au. So, das Samopescher Kräuterweib. Da haben wir es entdeckt. Gute Frau. The troops are falling asleep on guard duty. Do you have anything to help? There's a recipe I know. I could brew up enough for 2 or 3 men with what I have here. No, I need enough for a whole bloody encampment. Actually, for 3 camps. That much? It would take me a week just to pick the herbs for it. Unless you were to do a bit of the legwork yourself. Okay, was brauchst du denn? Seems only reasonable, since I'm the one who wants it. What do you need? One handful of valerian and 2 of mint, but make sure it's fresh. And a little wormwood wouldn't hurt. No. Okay. Schaffe genug Minze. Lasst uns mal in den Questlog reinschauen, wie viel Minze wir brauchen. 60 Minze, 30 Baldrian und 6 Wermut. Holy crap. Pferd. Wie sehen meine Kräutervorräte aus? Baldrian, alles klar. Ins Inventar, 60 Stück. So, Wermut brauchen wir ganz wenig. Minze habe ich nur 6. Und Wermut habe ich nur 4. Da reiten wir nochmal zum Kloster rüber, würde ich sagen. Da wollen wir sowieso hin.
Ach, Baldrian brauche ich nur 30, aber ich brauche 60 Minze. Okay, also irgendwoher muss ich noch richtig viel Minze beschaffen und ein bisschen Wermut. Ich denke, rund um Sassau gibt es da eine Menge Zeug zu sammeln. Zur Not plündern wir den Klostergarten. Was wächst denn hier? Ach, du bist gar nichts Interessantes. Minze ist halt auch leider relativ niedrig und unauffällig. Also jetzt hier Minze zu suchen, wäre, glaube ich, auch reine Zeitverschwendung. Da muss ich mal Minze irgendwo finden. Ja, das schaffen wir. So, eigentlich wollte ich die Karte haben. Funktioniert wieder wunderbar. Ja, ich reite nach Sassau rüber, halte unterwegs ein bisschen die Äuglein offen und dann kümmern wir uns da mal um einen Heiler und um einen Katapultbauer und sehen uns dann gleich da wieder. Da sind wir also im Kloster und unterwegs habe ich Minze besorgt. Hier drüben gibt es nämlich einen süßen kleinen Waldgarten. Und da gab es Unmengen von Minze. Also Minze haben wir genug, mir fehlen noch 3 Wermut. Und die können wir vielleicht bei Bruder Nikodemus erstehen. Wir fragen ihn einfach mal. Lass uns handeln. Ich hätte nämlich super gerne. Ja, da war doch Wermut. Ja, ich nehme mal gleich... Ach. Was soll der Geiz? Ich nehme alles mit. Kann ich ihm was verkaufen? Unterwegs bin ich noch auf ein paar Räuber getroffen. Die haben sich gerade mit Kumaren geprügelt. Ich dachte, ich würde ein paar Händlern helfen. 99 Minze habe ich dabei. Ein paar Händlern helfen, sich gegen Kumaren zu verteidigen. Und im Endeffekt waren es dann tatsächlich Räuber, die mich, nachdem ich die Kumaren besiegt hatte, auch angegriffen haben. War super, hat Spaß gemacht. Let's have a word about the price. War ein interessanter Kampf. Well, we can try it. So, 29 will er haben, wir geben ihm 30. Here, with a little something on top for a good measure. Wir haben ja genug Unheil angerichtet hier im Kloster. Da können wir den Mönchen hier auch ein bisschen, ne? Und Nikodemus kannst du auch gebrauchen. So, ja, wo finde ich Konrad Kaiser? Do you happen to know the whereabouts of Conrad Kaiser? And what do you want from the old buzzard? Never mind. What do I care? It's the big house in the courtyard by the monastery. Mhm, okay. I've come to ask for help. Again? Such trying times we live in. God is testing us all. So what is it you need? Their lordships have laid siege to Talmberg, and the brigands have wounded Sir Divish and many other people. I'm to ask if the monastery might send someone to help. These are tragic times. Fortunately, I've only a little work left to do here, so I'll gather my things and set off for Talmberg. Thank you, Father. May God reward you 1,000 times. Na, das war einfach. So eine Quest hat der Mann immer noch nicht für uns. Bruder Elias redet nicht mit uns. Johanka auch nicht. Mal sehen, mit Bruder Elias können wir bestimmt reden. Irgendjemand hier hat nämlich angeblich eine Quest für uns. Henry, I'm glad you came. So, das große Gebäude beim Klostergarten hieß es. Da befrage ich mal meine schlaue Karte. Hier hinten gibt es angeblich auch eine Quest. Klostergarten ist hier. Das heißt, da muss irgendwo Konrad Kaiser sein. Ich habe keine Ahnung, wie der Mann aussieht. Ich schätze schon, dass er ein bisschen auffallen würde. So, der Klostergarten ist, glaube ich, hier direkt hinter dieser Mauer, oder? Jo. Oder ist es nicht? Ist das da der Klostergarten und das da das große Gebäude, das gemeint ist? Ah, es würde vielleicht auch Sinn ergeben.
Hier hätte ich wahrscheinlich auch Wermut klauen können. Ja, guck mal, hier haben wir so einen kleinen Obstgarten. Und hier in der Mitte, ich weiß nicht, sieht beinahe aus wie eine Burg, hat aber eher Kirchenform, ne, mit den Schiffen. So, wir gucken mal, ob er hier ist. Oder ob er beim, ich habe schon wieder vergessen, wie der Titel ist, beim Klostervorsteher. Hier komme ich gar nicht rein. Hier ist ein Lager. Da ist aber gerade niemand. Ich frage mal so eine Wache. Ja, kann ich nicht. What the hell are you doing? Ja, ich wollte dich eigentlich was fragen, Junge, aber wenn du keine Lust hast. Oh, hi. Urban. Dave. Was? What? You thought I wouldn't find out. You didn't return the relic. But I... Ich wollte sie zurückgeben. How could you do that? It's because of people like you that they won't let decent folk in. Dein Ernst? Das ist eigentlich sein Ernst hier, oder? Bring it on. Ich glaube, da ist Herr Kaiser. Auf! Junge, ich will mich nicht mit ihm schlagen. Ich meine, Urban hat mir streng genommen nichts getan. Call that combat. Ah, ich nenne das Wegrennen. Naja, er will sich doch nicht wirklich mit mir anlegen, oder? I'll slaughter you. Nee, mach mal nicht. Das wäre mir gerade voll unrecht. Ah, lauf, Henry. You'll get what for. Echt, muss ich Urban jetzt wirklich hier töten? Weil er einfach zu hartnäckig für alles ist. Ja, okay. Au! Ich kämpfe gar nicht so schlecht, der Typ. Ich versuche mit ihm in den Clinch zu kommen. Ansonsten wird das hier nur eine Übung in Ausweichen. Da haben wir ihn gegen den Zaun gedrückt, dachte ich. Da war ich doch gerade meine Rüstung repariert. Mal sehen, ob ich ihn K.O. hauen kann. Also töten will ich ihn jetzt nicht. Und ich habe ja auch wirklich versucht, die Schale zurückzulegen. Aber es ging halt einfach nicht. Auch mal auf zuzuhauen, Junge. So, ich muss kurz verschnaufen hier. Nö, noch nicht. So, einfach auf ihn zurennen. Au. Au. Versuchen dabei nicht treffen zu lassen. Zwischendurch meinen Tritt einstreuen. Wie fällt der Typ aus? Der ist schwer gepanzert, ne? Fucking hell! Ja, so sieht's nämlich aus, Junge. Und nu? Ja, wir arbeiten mal schön mit unserem gepanzerten Ellenbogen.
So lang kann der es noch nicht mehr machen, oder? So, haben wir uns wieder beruhigt? Greetings, good knight. How may I serve you? Is this where Conrad Keyser lives? Indeed. The world-renowned Conrad Keyser. World-renowned? If not yet, then soon. Our Master Keyser is a mastermind. You wouldn't believe the things he comes up with. You'll be hearing more of him, you mark my words. Okay. I need to speak to him. Oh, really? Whatever for? Eine neue Waffenlieferung. Nee. Tobias Fayfar has sent me. He's asking Master Conrad for help with the Siege of Talmberg. Must be important then. Go in. Although I don't know how he can help from here. Here's the key. Als wenn wir einen Schlüssel bräuchten. Okay. Genau, der Kustos. Dem sein Haus ist das. Und Meister Pfeiffer war, glaube ich, der Typ in Braun. Ich weiß noch nicht, wo der hingerannt ist. So, okay. Also, dem Typen haben wir eine Abreibung verabreicht. Da ist er. Wir mussten ihn nicht töten. Vielleicht reparieren wir zwischendurch nochmal unsere Ausrüstung, damit wir nicht ganz so verlottert vor ihn treten. Der Kampf gerade war nämlich ein bisschen... Ja, mein Kettenhemd und mein Gambeson. Die muss ich beide auf jeden Fall reparieren lassen. Hier im Ort. Meister Pfeiffer. God be with you, Henry. Ja, danke schön, danke schön. Wo ist denn der Typ hin? Da ist er. Das ist Sebastian vom Berg. Na, mit dem reden wir auch. God be with you. Ja, doch, schön. Do you happen to know the whereabouts of Conrad Keyser? What, that old fool? The one who spends his time poring over old books instead of at the tavern? He's all locked away at the custodian's house. That's the big place in the courtyard by the monastery. Naja, ich weiß, okay, danke. Da sind wir auch gerade. Das sind immer so unsinnige Wegbeschreibungen, ne? Ja, der ist nicht hier im Haus, sondern im Haus des Klostervorstehers. Dankeschön. God save. What can I do for you? Ich suche Conrad. Don't you find it dull here? It's hell on earth, especially as escort guards. I wish we could go back to Betland. Goodbye. So, Conrad. Enter. Huh? By the horn of Joshua, you startled me. I thought you were urban. What do you want? Erstmal ganz ruhig bleiben, entspannen, noch ein paar Gramm trinken. Sir, Tobias Fayfar, the master builder and engineer from Scalitz, sends his greetings. Fayfar? Tobias Fayfar? I've heard of him. He invented an interesting mining machine. What does he need? Sir, have you heard what's been going on in Talmberg? I've heard a thing or two. Is it true the castle's been taken? It has, and we want to take it back. Master Fayfar has been given the task of building a trebuchet, but he's not sure he can manage it. I doubt it myself. Building siege engines is an entirely different kettle of fish than mining. Damn, I'd like to rain some boulders on those heathens of Sigismund's, but that can't be done with a quill and parchment, and I can't leave here right now. Okay, warum nicht? Why can't you leave? That's a long story. I was a little
more than a little critical of Sigismund's efforts at Nicopolis. And it might surprise you to know, after that defeat, he didn't particularly appreciate my criticism. Was? Then, when Sigismund abducted the king, I didn't feel too secure in Prague, so I left. Perhaps left is the wrong word. Some might say I was banished. In any case, I went to Bethlehem Castle. They locked you up in Bethlehem? Not quite. It's a royal castle. They leave me to my own devices there. Frankly, this so-called banishment has been a bit of a blessing. I have peace and quiet to attend to my opus and a band of able assistants. Although I have lost quite a few of my patrons, thanks to all this unrest. Na, super. And why are you here? Das erklärt noch gar nichts. To be honest, I need the money. Money, sir? You don't seem like a man who lives in want. Dear me, no. I don't need it to support myself. It's to fund my opus. That's why I agreed to help with the construction of the monastery. So, you see, I can't simply take my leave. What is it you're working on, sir? Belle Fortis. A great book of war machines and weapons. My opus magnum, my legacy. All you have seen here are but snippets of my great work. Mark my words. One day, our whole world will be run by machines and inventions not yet dreamed of. Of course. Any day now, they'll plow our fields and milk our cattle. What did you say? Nothing. Just thinking aloud about things for battle. Okay. Could I help you escape, perhaps? Who says I want to? But you said you couldn't leave, sir. Young man, I can't leave because I gave my word I'd help with the building of the monastery here. And my word is my bond. I have no intention of sneaking away like some criminal. Who do you work for here? My contract is with the abbot himself, but I discussed the work details with Carol, the monastery's master builder. Could I not just pay off the master builder for your services? I doubt it. Carol is only interested in the construction. As long as he has the money to pay the craftsman's wages, that's all he needs. Ah, as long as he has enough for wages, you say? Yes, what are you thinking? Also eigentlich will ich ihn ja nur mal kurz ausleihen. Couldn't Carol be persuaded somehow? After all, the defense of the province is at stake. I realize that, but Sassau Monastery has always kept its neutrality. What's more, the abbot isn't here at present, and without his permission, Carol won't be persuaded. But I might have another idea. What do you suggest? Carol received his commission in writing. If you found it, we could, we could copy the abbot's seal and signature on our own document. That's a curiously interesting idea. My inventiveness has many applications. I could be back here before the abbot, so he won't even know I was gone. Okay. How do I get my hands on the commission? It will be somewhere in his quarters. You'll need to get it quickly and put it back before he notices it's gone. I suggest waiting until evening. That's when Carol usually goes to the tavern to play dice. He's fond of his dice. Maybe you can take advantage of that somehow. Right. I'll see what I can do. You really can't come with me right away? Damn. I'd like to rain some boulders on those heathens of Sigismund's. But that can't be done with a quill and parchment, and I can't leave here right now. I'll try and find some way of getting you out of here. Look here, I don't want any trouble. You better talk to Karel, the master builder. Okay, jetzt drehen wir uns im Kreis. Für heute war's das schon wieder, edle Damen und Herren.
Mit Karel müssen wir mal reden irgendwie. Machen wir beim nächsten Mal. Wir haben jetzt mehrere Optionen auf jeden Fall, um das irgendwie zu lösen. Und für heute werfen wir noch einen kurzen Blick in den Codex Burgwelle. Das habe ich doch schon 5 Millionen Mal jetzt inzwischen angeschaut. Sonst haben wir nichts Neues, aber Charaktere, nämlich Konrad Kaiser, den können wir uns doch mal angucken. Da ist er. 1366 bis 1405, also lebt nur noch 2 Jahre ungefähr. Konrad Kaiser aus Eichstätt war Kriegstechniker, unterstützt von König Wenzel IV. Und Fachschriftsteller, aus dessen Feder das Handbuch über die Kunst der Kriegsführung mit dem Titel Bellifortis stammt. Es ist das älteste bekannte Buch dieser Art, das in Böhmen geschrieben wurde. Es wurde in lateinischen Hexametern verfasst und besteht aus 140 Pergamentseiten mit teils utopischen, teils aber auch technisch sehr genauen Texten. Ergänzt wurde es mit ausführlichen Zeichnungen, die Kaiser selbst angefertigt hatte. Offenbar traf er damals den Puls der Zeit, denn bis heute haben mehr als 30 Kopien die Zeit überdauert. Konrad Kaisers Loyalität gegenüber dem böhmischen König ist durch einige Zeichnungen in der Göttinger Handschrift belegt. Hervorzuheben ist hier die Darstellung des königlichen Zeltes mit mehreren Symbolen, die Wenzel dem IV. Zugeordnet werden können, darunter ein Kranz und der Buchstabe W. Der Prolog von Bellifortis ist jedoch dem römisch-deutschen König Ruprecht III. Von der Pfalz gewidmet. Möglicherweise ein Versuch Konrad Kaisers, in dessen Dienste einzutreten. Leider werden wir wohl nie erfahren, warum er sein Werk nicht Wenzel dem IV. Widmete. Die 10 Kapitel des Buches drehen sich vor allem um Waffenkunde und Belagerungstaktiken gegen Türme und Festungen. Hinzu kommen Anleitungen für die Herstellung von Medikamenten und das Bereiten von Bädern, aber auch Informationen zu Folterinstrumenten sowie die älteste bekannte Zeichnung eines Keuschheitsgürtels. Das Buch endete mit einer persönlichen Elegie, die Kaiser selbst verfasste, gefolgt von seinem Porträt und persönlichen Informationen, Eltern- und Geburtsdatum, sowie einem Horoskop von Mai 1402. Bellifortis ist ein umfangreicher und informativer Wissensschatz zu militärischen Handwerkskunst und zu Technologien, die zu Kaisers Zeiten verbreitet waren. Der Inhalt baut auf mehreren bekannten Werken auf, wie De Mirabilibus Mundi und Liber Ignium. Zudem beziehen sich Teile seines Buches auf persönliche Erfahrungen im Feld. Ja, also, schlauer Mann, haben wir ja schon rausgefunden. Für heute war es das, edle Damen und Herren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir versuchen, den Mann für die Belagerung freizubekommen. Macht's gut, bis dann. Gehabt euch wohl.